Nochmal, immer so spät ausliefern, bla bla bla. Komm schon. Komm schon. Blitzeinschlag, weiter! Blitzeinschlag? Oh, ich kann mich ja entsinnen. Plötzlich blitzte es aus heiterem Himmel. Und aus dem Nichts erschien ein in Flammen gehüllter Vogel. Halt nein. Und er das war bei Harry Potter. Oder bei Pokémon. Oder Pokémon. Ah, Moment, gab's da nicht diesen abgebrannten Turm in Teak City? Zweite Generation. Hm. Ja. Ja. Und da kam Ho-Oh raus. Keine Ahnung. Ja. Stimmt. Das war ein höchst ungewöhnliches Ereignis. Sie bleiben alle ruhig, dabei ist der Turm, der auf einmal da ist, sicherlich mehr als ein... Ach, Moment mal, ungewöhnliches Ereignis. An dem anderen hatte ich ebenfalls ein Paket für Henry Victor. Es sah entsetzt aus, als ob ihn etwas ängstigte. Vielleicht war ich das. Vielleicht der Glockenturm, der aus dem Nichts erschienen ist. Nein, die Postbotin, die da vor ihm stand. Vor was könnte er Angst gehabt haben? Wahrscheinlich läuft die einfach so schnell, dass alle denken, das ist ein Blitzeinschlag, dabei ist es Pia Post. Tschum! Carla Kolumna. Die rasende Reporterin. Die rasende Postbotin. Die polternde Postbotin. Postbotin. Postpoetin. Sie händigt Briefe mit Gedichten aus. Die polternde Postbotin, nicht zu verwechseln mit der destruktiven Despotin. War es vielleicht wegen des Blitzeinschlags? Das frage ich mich ebenfalls, aber das war ja so gewöhnlich. Und dann war es schon geschehen. Was war geschehen? Klingt so, als sei er gestorben, bevor sie mehr herausfinden konnte. Ich schlage vor, wir diskutieren nun wieder über die Vorgänge in der Nacht des Verbrechens. Zeugin, was geschah, nachdem ihr in der Residenz des verstorbenen Henry Victoire ankam? Das hilft mir aber auch jetzt nicht weiter. Was mache ich denn jetzt mit der Flasche? Oh. Austrinken? Ich habe da gerade was in Skype bekommen, hupsa. Das ist mein Skype! Nehmt ihn morgen früh mit, das waren seine Worte, okay. Und dann... Aber was haben wir denn eigentlich in unserem... Was haben wir denn hier so alles jetzt? Eine Perle der Natur. Nee, ich wollte doch die Flasche haben. Wurde der Victor ja, kurz recht. Vor seinem Tod gebracht, Vedian trank am folgenden Tag davon. Gibt's da irgendwas, was nicht stimmt? Das jetzt nicht. In Wirklichkeit eine Frau. Angeklagte? Welche Aussagen haben wir denn jetzt nochmal konkret alle von vorne? Gucken wir mal. Also, in jener Nacht, es war wohl gegen 1 Uhr, als sich Herrn de Victor einen Brief aushändigte, haben wir alles durchgespielt. Gibt's nichts Neues. Okay. Oder haben wir da irgendwas übersehen? Dass da jemand versehentlich dann doch nochmal Hey gemacht hat. Mir ist nichts aufgefallen, zumindest. Nee, mir auch nicht. Frau Post ging erst in dem Moment, in dem ich sein übliches Getränk brachte. Ja, dadurch sind wir auf die Flasche gekommen. Stimmt. Aber wollen wir es nochmal... Machen wir weiter? Was kommt noch? Nächsten Morgen war ich wie versprochen dort. Naja, okay. Ich suchte trotzdem nach dem Brief. Kommt noch eins oder ist Schluss? Dann fiel dieser Kerl da irgendwie vom Blitz getroffen. Das machte mir Angst, also ging ich, sobald ich den Brief gefunden hatte. Ob das wohl an dem Getränk liegen könnte? Aber machen wir erstmal hier Ende. Also, ist der Eilbotin sehr gewissenhaft, was ihre Arbeit angeht? Oder sie ist schlicht und einfach verrückt? Herr Wright, diese Aussage schafft mehr Fragen als Antworten. Finden Sie nicht auch? Hätte Victoire schrieb diesen Brief in der Nacht vor seinem Tod. Und doch sind die Seiten unbeschrieben. Das ist sehr rätselhaft, ja, aber ich finde noch einen anderen Punkt ihrer Aussage ungewöhnlich. Aha.
Als sie meinte, dass der Herr am Ort des Verbrechens sein Bewusstsein verlor, kann sie nur Herrn Vidian gemeint haben. Dieser Zeuge meinte ja, dass er bemerkte, wie ihn die Müdigkeit überkam, aber... Vielleicht sollte ich versuchen, einen Blick auf die Ursache dieser Müdigkeit zu werfen. Was könnte der Grund sein, dass er plötzlich umkippt und im Raum mit einem toten Mann wie ein Baby schläft? Oh, ich glaube, ich weiß, was es gewesen sein könnte. Korrekt, Luke. Es gibt einen bestimmten Beweis, der uns hierbei helfen kann. Ich schätze mal, ich sollte den Beweis präsentieren und sehen, ob meine Theorie stimmt. Ah, also doch das. Gut, die Theorie aber hat ich auch. Aber ich will nicht weg! Jo. Das hatte ich mir nämlich auch gedacht, dass wir dann... Ja. Ja. Aber er sagt doch gar nichts dazu. Was? Nein, hier. Ach, hier. Okay. Ich dachte mir schon, dass es damit zu tun hat, aber... Das macht auch Sinn. Wir haben gerade die Flasche gekriegt, also müssten wir sie als nächstes präsentieren, denke ich. Das ist so der typische Werdegang. Wir kriegen einen Beweis und mit dem müssen wir was anfangen. Und das wäre so auch der einzige Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, da kann man den einfügen. So. Stimmt. Mein Herr. Mein Herr! Ich denke, dass der Grund, aus dem ihr am Tatort euer Bewusstsein verloren habt, mit einem bestimmten Beweis in Verbindung steht. Aber ich dachte, der Grund wäre, dass ich es in der Nacht davor etwas übertrieben habe. Komisch, dass er nicht davon redet, dass er auch wirklich besoffen war. Ich glaube, das ist Jugendschutz. Das ist Orba. Nein, der Grund war dies. Der Orba? Ihr habt das Bewusstsein verloren, direkt nachdem ihr diesen Orba getrunken habt. Deshalb ist die Annahme recht sinnvoll, dass es eine direkte Verbindung zwischen diesen beiden Faktoren gibt. Orba lässt Leute nicht das Bewusstsein verlieren, werter Herr Blaubock. Es tötet Menschen. Aber Karl! Du hast es erkannt, cool. Ja. Oh, schön. Das stimmt. Und darum muss dem Saft auch etwas hinzugefügt worden sein. Der Orba wurde... Urbanisiert? So ähnlich. Manipuliert. Ach so. Manipuliert. Ja. Manipuliert. Etwas wie ein Schlafmittel. Potenzmittel. Ja. Und dadurch ist ihm nämlich das ganze Blut woanders hingeschossen und dann hat er das Bewusstsein verloren. Redet ihr jetzt plötzlich von Schlafmedizin? Und falls ein Schlafmittel in den Orba gerührt wurde, dürfte Herr der Viktor wahrscheinlich bewusstlos gewesen sein, als er angegriffen wurde. Oh! Oh, das leuchtet ein. Der Übersichtsplan! Das ist der Mario! Genau. Wah! Wo ist meine Kamera? Weiß ich nicht. Wo ist die? Ja, sie hat sich verdreht. Uah, sie ist aus dem Fenster gesprungen. Sie hat die Augen verdreht. Nee, sie wollte aus dem Fenster springen, aber dachte dann... Aber ich will nicht weg! Okay, weiter. Ja, schaut sie euch nochmal genau an. Die rosarote Flüssigkeit, die vom Mund des Opfers rann. Die rosarote. Die rote vor allem. Die weiße Flüssigkeit, die vom Mund des Opfers. Die vom Mund des Opfers ran. Ja. Weiß, dass Herrn de Victoire Männerbesuch gehabt haben. Ja. Nö, wieso? Er ist doch selbst ein Mann. Wissen wir das so genau? Vielleicht ist er eine Hexe. Hat sich selbst umgebracht. Mit weißer Flüssigkeit. Mit einem ertrunken. Oh Mann. Ich glaube, das wäre kein schöner Tod. Ertrinken in Orba natürlich.
Was denn? Nix. Oh Gott. Haben wir schon? Egal. Ich hab versäumt, den Satz zu Ende zu lesen. Ja. Und dies in Betracht zu ziehen. Inquisitor Flamberg, ich gehe davon aus, dass ihr euch an eure Worte erinnerte, die ihr in diesem Prozess sagtet. Ach, schade, das bist ja du. Was? Ja. Das bist ja du, es ist nee, ja Moment, nicht. Moment, du kannst es ja sagen, warte weil mal. Es sind die Worte, die er gesagt hat. Stimmt. Wir haben diese Worte leider nicht verstanden, aber wir sind fleißig dabei, sie zu entschlüsseln. Sie wurden ja auch mit unsichtbarer Tinte gesagt. Ja, und es geht noch weiter. Denn ihr habt außerdem gesagt... Und selbst das konnten wir nicht entziffern. Aber... Das Brammer tut auch nichts zur Sache. Wenn das Opfer nun bewusstlos war, als es vom Angreifer erwürgt wurde, dann könnte der Mörder sein Werk durch ein kleines Portal verrichtet haben. Mehr als Fatality. Mehr als die Arme hätte er dafür nicht benötigt. Einspruch. Bom. Das ist durchaus möglich, aber erläutert mir eines. Wie konnte der Täter an ein solch starkes Schlafmittel gelangen? Es ist ja nicht so, dass tausende Flaschen... Ja, jetzt fällt es ihm selber auf. Cool. Das war ganz einfach. Und ich denke, ihr wisst auch warum. Vom Alchemisten. Mit dem Amethysten. Richtig. Ein Amethyst dürfte zweifellos eine Vielzahl von Steinen besitzen. Und Orba. Und Orb. Und dessen Lehrling... Hey, hat da jemand meinen Namen gesagt? Nein, Luke, du bist jetzt nicht gemeint. Ja, aber ich bin doch der... Chloroform. Hilft immer. Er hätte wohl kaum Schwierigkeiten, einige aus seinem Arbeitszimmer zu stehlen. Nicht wahr, Frau Erlington? In der Tat! Was soll ich darauf entgegnen? Die Wahrheit! Gar nichts! Dürfte ich den Sachverhalt wohl am besten zusammenfassen? Können Sie das bitte wiederholen? Ich hab's nicht verstanden. Entschlüsselungsteam, bitte mal mit diesem Satz befassen. Was wollt ihr damit sagen? Na, ich hab's nicht verstanden. Ihr meint doch nicht etwa... Nein, ich meine... Selbst wenn die Mond... Wenn die Orba-Flasche... Selbst wenn die Orba-Flasche in den letzten 3 Monaten sicher aufgebaut wurde... ist sie ungenießbar. Und ich bin überzeugt, dass es unmöglich sein dürfte, jetzt noch Rückstände jenes Orbasaftes zu finden. Aber Schlafmittel... Da ist nur noch Schlafmittel drin. Schlafmittel im Tomatensaft, das ist wie Orba im Orba. Krass. Ihr Abscheuliches. Jetzt wüsste ich gerne, was er danach sagt. Säftchen. Oh, weißt du was? Ich hab mal irgendwo eine Saftbar, genau. Ich hab mal was von einer Saftbar gelesen, irgendwie so. Keine Ahnung, und dann hat jemand über diese Saftbar gesagt, boah, das ist so ein Saftladen. Ja, sonst gibt's die Fruchtbar. So wahrscheinlich öfter, denke ich. Ja, ich denke auch. Die, ja, wie, ist das eine Bar, wo man Früchte, Saft bekommt, oder ist das eher so... Nee, so mit Fruchtsaft. Ach so, weil es hätte ja auch... So frisch gemacht halt. Es hätte ja auch ein Etablissement sein können. Aus nee, das heißt bei uns Nagelstudio. Ja, einmal auffüllen kostet wie viel? Naja.
Abscheuliches Miststück. Ja. Das ist unglaublich. War es wirklich der Butler? Letztes Mal war es der Gärtner. Aber alles, was er sie sagt, ist wahr. Also, Mr. Butts, stimmt es, dass das Opfer sie kürzlich abserviert hat? Hä? Ach, pass mal auf, Freundchen, wir sind das Traumpaar des 20. Jahrhunderts. Das 20. Jahrhundert ist aber schon lange vorbei, du Pfeife. Nur letztens hat sie meine Anrufe so ein bisschen ignoriert und mich sitzen lassen. So ein bisschen. So etwas nennt man gemeinhin auch abserviert werden. Jetzt halt mal den Ball flach! Sagen Sie mal, wussten Sie denn eigentlich auch von Ihrem Trip nach Übersee? Trip nach Übersee?